Irgendwann muss es mal gemacht werden. Das Haus von außen putzen. Innen putzen, das machen die meisten von uns so. Aber die Fassade lässt man natürlich lieber einen kommen. Das ist aufwendig und natürlich auch kompliziert. Sebastian Hermes zum Beispiel, der wollte vor 11 Jahren mit seiner Erfindung der mobilen Hauswaschanlage die Welt erobern. Was ist aus ihm geworden und seiner Idee? Gleich ist er bei mir nach einem kleinen Rückblick auf 2007. Das ist der Beitrag von damals. Er will mit seiner Erfindung auf der Sonnenseite des Lebens bleiben. Und zumindest heute hat Sebastian Hermes das schon geschafft. Seine mobile Hauswaschanlage läuft wie am Schnürchen oder besser gesagt wie geschmiert an der Kette. Bis die auf den ersten Blick so simpel aussehende Konstruktion fertig war, hat es ganz schön gedauert. Der 25-Jährige aus Brachthausen tüftelte bis heute in jeder freien Minute. 4 Jahre Entwicklung und immer wieder ausprobieren, ob es funktioniert. Gab auch viel, muss ich auch einstecken bei der ganzen Aktion. Viele Entwicklungskosten, die ich in den Sand gesetzt habe. Aber ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich habe ganz klare Ziele. Ich möchte, wenn ich Rentner bin, möchte ich eine Firma haben mit 50 Angestellten. Ja? Ein hohes Ziel. Doch bis dahin muss sich seine Erfindung erst einmal bewähren. Es ist eigentlich nur ein fahrbarer Dampfstrahler, den Sebastian Hermes mit seiner selbstentwickelten Fernsteuerung über die Hauswände dirigiert. Statt den elterlichen Betrieb zu übernehmen, hat sich der 25-Jährige für die Selbstständigkeit entschieden. Er ist von seinem Konzept felsenfest überzeugt, denn der Elektrotechnikmeister hat sich quasi im Selbststudium zum Experten für Hausfassaden und Hochdruckstrahlerdüsen entwickelt. Das Ganze für die mobile Hauswaschanlage in Einklang zu bringen, ist eine Aufgabe mit Ingenieursniveau. Die Schwierigkeit liegt darin, es sind 2 getrennte Motoren. Da muss man irgendwie einen Gleichlauf hinkriegen, sodass er die Quertraverse auch immer parallel zur Hauswand fährt. Das ist halt die größte Schwierigkeit daran. Ja? Und da haben wir uns natürlich einige Gedanken gemacht und sehr viel Zeit mit verbracht, dass wir da einen optimalen Gleichlauf hinkriegen. So, das zweite ist dann halt die Düse. Zu welchem Putz wendet man die optimale Düse an? Das muss auch erst ausprobiert werden in stundenlanger Arbeit. Und das ist auch nicht ganz so einfach. Die mobile Waschanlage entwickelt sich heute zur Dorfattraktion. Die Reinigung der Fassade einer Nachbarin lockt zahlreiche Schaulustig an. Potenzielle Kunden für den Jungunternehmer, der für insgesamt 5 Euro den Quadratmeter Hausfassaden reinigt. Damit kostet es ungefähr die Hälfte dessen, was Hausbesitzer zahlen müssten, wenn ein Gerüst aufgebaut werden muss. Die erste Kundin muss mit etwa 1200 Euro für die Reinigung rechnen. Ihr Urteil. Super geworden. Das Konzept heißt mobil. Deswegen hat Sebastian Hermes die Waschanlage mit einem Anhänger konzipiert, der mehr ist als nur Transportmittel. Bei Bedarf wird der Hänger zum Fundament für die beiden Leitern. Ja, die Idee hier jetzt für diese Hängerkonstruktion, die kam mir auf der Autobahn irgendwo ganz spontan. Und dann habe ich innerhalb von einer Woche habe ich dann die Konstruktion gebaut hier. Und ja, weil man sonst einfach nicht schlafen kann, ne? Wenn man so eine Idee im Kopf hat, dann muss er auch verwirklicht werden. Gesagt, getan. Sebastian Hermes will jetzt damit reich werden. Zum einen, indem er die Fassaden reinigt und zum anderen, indem er komplette Anlagen verkauft. Ja, Sebastian Hermes, sind Sie reich geworden oder reich an Erfahrung? Reich an Erfahrung natürlich. Ganz genau. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man sich die Bilder anguckt, müssen Sie schmunzeln von damals? Auf jeden Fall, ja. Also da mit dem Liegestuhl und Sonnenbrille. Da muss man schon ganz schön schmunzeln, ja. Kann man nicht anders sagen. Ein bisschen Poser damals, aber auf jeden Fall auch eine vollmondige Ankündigung, was es gibt. Ist die denn in die Tat umgesetzt worden? Meinen Sie die Ankündigung mit 50 Mitarbeitern bis zum Rentenalter? Ja, auf jeden Fall, zum Beispiel die. Bei 15 sind wir schon mal, aber wir arbeiten dran. Ja, aber das ist doch immerhin schon mal eine kleine Firma, das ist doch fein. Aber Sie wirken damals schon, als hätten Sie nie Zweifel daran gehabt, dass das was wird. Nee, auf keinen Fall. Also entweder gibt man Vollgas oder man lässt es gleich. Und wir haben Vollgas gegeben. Und es ist offenbar was passiert, trotzdem damals belächelt worden oft? Ja, oft, natürlich. Gerade natürlich auch von Malerbetrieben, die das natürlich nicht gerne gesehen haben, was wir da machen. Mittlerweile ziehen die Malerbetriebe zu unseren Kunden. Also es ist ein bisschen was passiert. Wir haben Sie besucht und zwar genau da mit demselben Bild von damals haben wir angefangen. So sieht einer aus, der es geschafft hat, seinen Traum zu verwirklichen. Nach 11 Jahren ist Sebastian Hermes exakt wieder an dem Haus, wo alles begann. Nur diesmal lässt er andere für sich arbeiten. Die Leiterkonstruktion der Hauswaschanlage ist durch Sprühlanzen ersetzt worden und auch die Technik in den Fahrzeugen hat sich enorm verändert. Gemeinsam mit seinem Vater hat Sebastian immer wieder getüftelt.
Ich werde dieses Jahr 65, ich bin jetzt der Rentner, ich bin natürlich mächtig stolz darauf, ich habe es ja alles miterlebt. Mein Papa in der Garage wurde gebaut und gebastelt bis nachts hinzu und dann ging es wieder in die Hose und dann haben wir nochmal neu angefangen, wie es also ist. Bin ich schon mächtig stolz drauf, ja. Firmensitz des Unternehmens ist Brachthausen und das Gebäude hat für Sebastian Hermes historische Bedeutung. Er hat seine ehemalige Grundschule gekauft und hier Produktion und Schulungscenter integriert. Grundstein des Erfolges ist die ständige Verbesserung der Technik sowie die streng geheime Zusammensetzung der Reinigungsmittel. Dafür zuständig ist ein alter Schulkumpel und Freund. Früher war er eine Klasse über Sebastian Hermes, heute ist er sein befreundeter Angestellter. Sebastian und ich kennen uns ja schon ewig, so aus dem Sandkasten, haben uns natürlich auch immer wieder getroffen, waren ja auch mal Nachbarn, fand das auch immer faszinierend. Und bis der Sebastian dann jetzt so vor knapp 3 Jahren dann mal auf mich zugekommen ist und dann gefragt hat, naja, wie schaut's aus, wir wollen das Ganze ein bisschen ausbauen, auch die Fassadenreinigung ausbauen, Verkauf von Reinigungsmitteln. 15 Mitarbeiter hat der Jungunternehmer heute. Die Reinigungssparte ist verkauft. Sein Geld verdient Sebastian Hermes jetzt mit dem Verkauf der Technik und der Reinigungsmittel an Fassadenreiniger oder Stuckateure. Mit dem klaren Vorteil, dass er öfter mal anderen bei der Arbeit zusehen kann. Gut, im Liegestuhl ist wahrscheinlich nicht alle Tage, aber trotzdem gefällt Ihnen diese Rolle als Chef. Ja, natürlich. Wobei man muss natürlich erstmal lernen, Chef zu sein, erstmal lernen, Verantwortung auch mal abzugeben an die Mitarbeiter. Aber da ich ein sehr, sehr gutes und hochmotiviertes Team habe, die mir den Rücken stärken, klappt das auch problemlos. Da sagen Sie gerade schon was ganz Wichtiges, auch mal Verantwortung abgeben. Ich meine, Sie sind ja vom Tüftler zum Chef geworden, der sich das alles selbst beigebracht hat, der das erfunden hat. Kann man da die Finger oder sagen wir mal die Füße stillhalten? Ja, man muss es einfach mal versuchen. Am Anfang ist das natürlich sehr schwer, aber so nach und nach gelingt das dann schon zu delegieren und die Aufgaben dann doch abzugeben. Und es macht auch Spaß, wenn man dann sieht, was die Kollegen im Betrieb dann daraus machen. Und ja, wo man ab und zu auch gar nicht mit rechnet, was dann für Produkte dabei rauskommen, ist schon sensationell. Bin ich sehr stolz drauf auf mein Team, da kann ich drauf zählen, auf jeden Fall. Jetzt ist ja natürlich noch eine Besonderheit, die alte Grundschule wurde gekauft für den Firmensitz. Genau. Hat das eine besondere Bedeutung, eine emotionale? Ja, früher stand ich immer im Lehrerzimmer meistens. Ja, das war die meiste Zeit, weil ich mich aufhalten musste. Warum? Nein, Spaß beiseite. die Gelegenheit hat sich so ergeben. Vor mir war ein Unternehmer da drin, der es als Lager genutzt hat. Und ich habe ihn einfach gefragt, ob er nicht gewählt ist, mir die Grundschule zu verkaufen, weil das einmal passte. Mein Haus ist 100 Meter weiter. Und so können wir alles im Dorf behalten und so haben wir es dann gemacht. So haben wir es umgesetzt, so haben wir die ganze Grundschule einmal renoviert und jetzt schulen wir unsere Partnerbetriebe in der ehemaligen Grundschule. Sie wirken so ein bisschen wie so ein Kumpeltyp. Klar, als Chef muss man natürlich auch mal ein bisschen Kante zeigen, aber Sie haben Ihren Sandkastenkumpel in die Firma reingeholt. Ist das wichtig, dass man eine gute Stimmung hat, Leute dabei hat, die man kennt? Ja, auf jeden Fall. Natürlich geht es da auch sehr, sehr viel um Vertrauen. Gerade unsere Reinigungsprodukte, unser Coca-Cola-Rezept, was wir natürlich streng hüten. Da ist es sehr, sehr wichtig, dass ich da mit Vertrauenspersonen arbeite. Und da bin ich auch sehr froh drum, dass der Daniel, immerhin Doktor der Chemie, dass er dann zu uns gestoßen ist und die Entwicklung fortgetrieben hat. Weil wir können nur mit vernünftigen, soliden Produkten auf den Markt gehen. Genau. Dann sind wir mal gespannt in 10 Jahren, wie es dann aussieht. Sebastian Hermes, für heute vielen Dank für den Besuch. Gerne.